Herzlich willkommen zu MTTV. Das Ziel der Melsunger ist ein einstelliger Tabellenplatz am Ende der Saison. Dafür müssen natürlich Siege gegen Mannschaften wie Hannover her. Diese sind heute zu Gast in der Rothenbachhalle. Ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. Aber es kann ja in der zweiten Halbzeit noch besser werden. Also meiner Meinung nach ist es irgendwie im Moment Not gegen Elend. Auf beiden Seiten gibt es total viele Fehler. Sehen Sie das genauso? Würde ich auch so sehen, ja. Und wir sind einfach im Angriff nicht effektiv genug und werfen zu viele einfache Bälle. Natürlich sind beide Torhüter auch sehr stark und deswegen ist das Unentschieden im Moment auch gerecht. Was sagst du denn zum Spiel bis jetzt? Ja, also ich würde sagen, dass Burgdorf sich gut schlägt, weil es fehlt ja auch Morten Olsen im Rückraum und dafür geht es eigentlich noch. Was soll ich sagen? Ja, einen Punkt verloren zu Hause ist, müssen wir nicht. Hat das Spiel nicht gut gelaufen? Trotzdem, wir müssen nach vorne gucken. Apropos nach vorne gucken, gegen Magdeburg braucht ihr eine große Leistungssteigerung, oder? Ja, natürlich. Wir werden gut vorbereitet und alles geben. Ja, also es gibt nicht viel zu sagen. Wir haben gut gekämpft, aber einige Fehler in Abwehr und einige Momente, die wir nicht genau konzentriert waren, haben uns den Punkt gekostet. Ja, es gab erstaunlich viele Fehlwürfe und Fehlpässe auf beiden Seiten. Woran lag das? Ja, das liegt eigentlich nirgendwo. Das ist immer im Spiel drin. Manchmal klappt es und sieht gut aus und manchmal klappt es nicht und sieht schlecht aus. Nächsten Sonntag geht es nach Magdeburg. Da braucht ihr eine deutliche Leistungssteigerung, oder? Ja, auf jeden Fall. Um in Magdeburg zu gewinnen, brauchen wir auf alle Fälle viel mehr konzentrieren und zu präsentieren und noch mehr kämpfen. Das war's für heute aus der Rothenbachhalle. Die MT Melsungen und Hannover Burgdorf trennen sich 26-26.